I had a wonderful upbringing, in fact, because we had a nice house in the north of England, and at the bottom of the garden was a gate, and when I opened the gate, there were fields. Ich bin total dankbar, dass ich meine Kindheit in Rumänien verbringen durfte, weil es gab keine Autos, die Straßen waren ewig breit, links und rechts von der Straße ganz viel Grün. Also an was ich mir jetzt spontan erinnere, wo ich mich geschämt habe, was echt schrecklich war, da war ich vielleicht 3 Jahre alt und dann hat mich die Kindergartentante, weil ich in die Hose gemacht habe, mit einer Plastiktüte heimgeschickt und hat mir irgendwie so eine blöde Hose angezogen, die mir überhaupt nicht gepasst hat, und anscheinend war ich damals schon ein Modepüppchen und habe mich da wirklich geschämt. Und als ich dann zu Hause ankam, wir hatten ja eine Metzgerei, dann bin ich einfach rein und dann war aber das schon alles wieder verarbeitet und habe diese Tüte geschwungen und habe das geschrien und Mama, Mama, heute ist was passiert, und dann war es auch schon wieder vorbei. Ich habe meinen Namen nicht mehr gemocht, ne? Eva. Ich wurde als Kind dann Evchen genannt und das war bei mir so dieses kleine blöde Evchen. Ja. Und dann dachte ich, nee, Eva, nee, das ich. Und dann habe ich mich Apaco genannt. Und ich wusste aber nicht, was das heißt. Mir hat der Name nur gefallen. Ne? Aber ich habe das durchgesetzt und meinen Eltern gegenüber. Die fanden das befremdlich und furchtbar, aber sie haben es eine Zeit lang brav gemacht. And I often used to play in the fields. I remember in particular one day I was with one of my friends and it had been raining and there were some puddles, and I had wonderful fun jumping up and down in those puddles, getting muddy socks. So, und dann bin ich auch wie ferngesteuert in einen Buchladen gegangen, habe das nächstbeste Buch aus dem Regal gezogen und aufgeschlagen, es war ein Buch über Namen. Da habe ich geguckt, was heißt Eva und das heißt Leben. Da dachte ich, okay, habe es jetzt gegessen, jetzt heiße ich wieder Eva. Es war alles geregelt, die Oma hat gekocht, gewaschen, gebügelt. Opa war im Kirchenrat, der hatte mal Särge gemacht und beschriftet. Das war jetzt auch nicht befremdlich oder sowas. Auch die Toten wurden ja damals zu Hause aufgebahrt und mit Nachtwache und Spiegel mit dunklen Tüchern abgehängt, wie man es vielleicht heute noch aus Almodovar-Filmen kennt. An dem Tag war irgendein Programm, wo die zu einer Oper eingeladen waren und mein Vater hat gesagt, nee, er hat keine Lust. Ne? Und dann sind sie im Hotel geblieben und hat gesagt, ihm ist ein bisschen komisch. Dann hat er sich hingelegt und hat gesagt, ja, ihm ist schwindelig, mach mir einen Eisbeutel. So ein Hausmittelchen hatten die nie, das gab immer irgendwelche. Ne? Also sie macht ihm einen Eisbeutel und dann auf einmal, ich weiß nicht, innerhalb von einer Viertelstunde war er plötzlich tot. Urplötzlich. Ja? Und sie sitzt mit ihm in Taipei auf der Weltreise. Und ist jetzt vor der Situation, ihn innerhalb von 3 Tagen zu verbrennen oder zigtausende auszugeben, um den Leichnam zu überführen oder die ganze Reisegruppe aufzuhalten, weil die hätten nicht weiterreisen können. Lauter so Zeug. Ja, sie hat ihn verbrannt und ist dann noch mit der Urne nach Japan mitgeflogen, bevor sie einen Rückflug bekommen hat. Und dann ist sie mit der Urne im Koffer in Frankfurt gelandet. Und da habe ich sie abgeholt und dann bin ich mit ihr, mit diesem Koffer, nach Berlin geflogen. Und dann war so der Moment, wo sie praktisch weggeflogen ist aus Berlin mit ihm und kommt mit der Asche zurück im Koffer. Ne? My mother died when she was very young. She was only 47. And I always still imagine, I sometimes think I'd just like to pick up the phone and call her And I think I'm just going to do that. Then I remember that I can't. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren. Und es ging so auf den Berg hoch und war warm. Und ich habe dann gemerkt, ich kriege die gleichen Symptome. Ne? Und kriege den gleichen Druck und die gleiche Angst. Und dann sind wir ins Krankenhaus und haben gesagt, ja, ist wieder ein Herzinfarkt. Da dachte ich, scheiße. Ne? Und dann haben sie es aber untersucht. Und dann hat der Arzt gesagt, und das fand ich irgendwie ganz verrückt, es ist kein Infarkt. Es ist reversibel, aber auch lebensbedrohlich. Die Herzspitze bläht sich auf unter Stress und unter emotionalem Stress vor allem. Da sind vorwiegend, also zu 80% eigentlich Frauen von betroffen. Und der Fachbegriff dafür war Broken Heart Syndrome. Im Moment ärgert mich in meinem Leben am meisten mein Mann. Es ist nicht schlimm, aber ich ärgere mich halt. Ärger ist ja nichts Schlimmes, aber es gibt halt Dinge, wo ich mich total ärgere und dann denke ich mir, ja klar, hat ja mit dir zu tun, genau. When I was living in Brussels, I used to have a lot of friends who worked for the embassies there. And I fell in love with a woman who came from the only country which is an absolute monarchy in the world. This is Swaziland. And the girl I met from there was actually a real princess. Her grandfather was the longest reigning monarch of the 20th century. And we lived together for about a year. We had a wonderful time together. Na, nach 1,5 Jahren ungefähr, da gab es mal so ein spezielles Seminar, wo auf einmal ganz offen war. Ja, und dann haben wir einfach Spaß gehabt miteinander. Meine Freundin hat mir gesagt, also da läuft doch was. Ne? Dann habe ich gesagt, du spinnst, der ist verheiratet, Schwachsinn, ne? Machen wir nicht. It really was a very deeply romantic experience. And then her father, who was a very well-known man, went and got her back, apparently. Also am letzten Seminar von dieser Fortbildung auf einem Schloss in Frankreich, da hat es einfach gefunkt. Also gut, mein letztes schönstes Erlebnis war vorgestern die Götterdämmerung mit der Christiane, die so wunderbar gesungen hat, die eine Brünnhilde war, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Bei ihrem höchsten Ton habe ich blärrt, bei ihrem tiefsten Ton habe ich blärrt. The happiest moment of my life was holding my newborn child in my arms. Und dann bin ich aus der Narkose aufgewacht und habe fürchterlich geschlottert. Und die Hebamme, die war gut drauf. Ne? Die hat schon irgendwie... Die hat jedenfalls den Dominik am Arm gehabt und hat mir so gezeigt. Und ich habe immer geschlottert. Und die Narkoseärztin sagt, hören Sie auf zu schlottern. Und die Hebamme hat gesagt, sie soll die Klappe halten. So, I was the person who held the baby first in my arms. In the case of Eric, for example, his mother was under an anesthesia. She couldn't hold him in her arms at that point, so he came straight to me. I was the first person to hold him in my arms. Und dann hat mir die den Dominik hier auf die Brust gelegt. Unten haben sie noch genäht, ne? Wusch, war alles schlotternd vorbei und es war irgendwie, es war einfach klar. Also so das Erste ist natürlich der Hammer, ne? Dieses ganze Wunder. In Lubumbashi, which used to be called Elizabethville. I took some photographs in the marketplace and there was a soldier watching me and he blew his whistle and suddenly 30 more soldiers appeared with machine guns and arrested me, and I was absolutely terrified at first, and then the captain suddenly arrived in his car wearing all his gold braid, and he came over and captured me. And the person I was with, fortunately I had a local guide, though he came from a different tribe, which was not good. But we after a lot of negotiations, we eventually gave the guy some money. But of course we had to give enough money for all the soldiers. Ansonsten hatten wir aber auch von der Schule aus Aufgaben. Wir hatten ein Schulweg. Ich hatte mein Leben Ich bin dann sehr dankbar, dass im Nachhinein hat sich die schönste Urlaubsreise Ich würde das tun.